Ich habe ja meine Blaubeeren oder auch Heidelbeeren aus Deutschland mitgenommen. Guckt euch das mal an, wie die blüht. Und die Bienen freuen sich. So, nun ist die Blaubeere oder Heidelbeere nicht gerade ein Strauch, der Lehmboden mag, ja? Übrigens, Waldmeister ist auch noch mitgekommen. Waldmeister-Limo. Ja. Also das ist jetzt im Herbst habe ich den eingepflanzt, glaube ich. Wer hätte gedacht, dass der hier so gut kommt? Aber ich habe natürlich einen Trick angewandt. Und zwar hat jemand seine Tannen runtergeschnitten oder Fichten, was weiß ich denn. Ich habe ein großes Loch bei den Blaubeeren gemacht, übrigens bei den Himbeeren genau das gleiche. Und habe hier dünne Äste reingemacht, aber auch richtig kräftige. Die Tannenzapfen natürlich nicht, sonst habe ich ja ringsherum dann Bäume. Die sind eigentlich zum Anheizen, sozusagen als Anzünder. Aber wenn ihr hier gute Erträge haben wollt, dann müsstet ihr in das Pflanzloch sozusagen sauren Boden initiieren. So tun, als wäre dort saurer Waldboden, ja, damit die Blaubeere etwas zu fressen hat oder die Heidelbeere. Damit sie denkt, sie wäre im Wald. Und außerdem ist das auch ein halbschattiger Standort. Also, wenn ihr hier Heidelbeeren anbauen wollt, halbschattiger Standort, wenn es geht, etwas feucht. Dafür habe ich hier so einen ganz kleinen Kanal, den sieht man jetzt nicht mehr, weil gerade gemäht wurde. Aber von dieser Regenrinne hier, von meinem Nachbarn, habe ich einen Kanal gehackt bis zu den Heidelbeeren, Blaubeeren. Ja, ist natürlich jetzt doof. Heute wurde gemäht. Na, so. Und ihr seht das hier unten drunter. Ich mache natürlich immer wieder Holzspäne und Holz drauf und Asche. Natürlich Asche ohne irgendwelche Nägel und auch kein Holz, wo irgendwelche Farbreste drauf waren. Hier auch immer Holz drunter, ab und zu mal Asche drauf. Asche ist ein spitzenmäßiger Dünger. So, und das ist eigentlich der Kanal. Hier ist das Ende. Und dann geht es dort drüben weiter zu der anderen Blaubeere. Also, saurer Boden, Holz rein, und zwar dickes und dünnes. Das dicke, damit die Heidelbeere lange zu fressen hat. Und das dünne für schnelles Fressen, ja, was sie schnell verdauen kann, sozusagen. Und dann habt ihr auch solche Ergebnisse wie bei mir. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin komplett fasziniert. Selbst in Deutschland hatte ich noch nie so viele Blüten dran. Krass. Also das wird eine fette Ernte, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Und wenn ihr Ableger braucht, im Herbst einfach abschneiden und in die Erde stecken. Und denkt dran, vorher den Boden sauer machen. Damit die Heidelbeere denkt, sie wäre im Wald. Jetzt ist Abendsonne, jetzt ist es natürlich hell. Da haben sich schon kleine Heidelbeeren gebildet. Also, Heidelbeeren gehen auch in Ungarn. Schöne Grüße aus dem Paradies. Lasst euch nicht abhalten.